Tag, liebe Zuschauer. Wir haben heute einen V6 Slim Extra Dyson Staubsauger. Der hat ein Problem gehabt, dass er nicht funktioniert hat. Wir haben jetzt Akku erneuert und wie man sieht, der funktioniert jetzt. Das Problem war an Akku und das war wirklich also sehr schmutzig und man müsste dann also dementsprechend den auch reinigen. Wir haben hier Filter, den tun wir aufmachen. Man macht so, man stellt hier rein und zieht dann runter diese Teil und trennt dann. Mit diesem Teil kann man rausziehen, was von Schmutz drin ist. Kommt oft viel raus. Danach schmeiße ich das in Seifenbad rein und reinige ich das. Und hier die Teile reinige ich einfach so, dass ich das mit Zahnbürste, alte Zahnbürste oder extra Zahnbürste habe ich dafür, reinige ich das und hier mache ich so, mache ich ein bisschen Seife rein und dann mache ich innen drin mit der Zahnbürste. Das hat mir bisher beste Ergebnisse gemacht und jetzt machen wir das. Wir schmeißen das jetzt in Seifenbad. Jetzt haben wir hier ein bisschen Seifenbad gemacht und hier sieht man schon, was alles drin gesteckt wurde. Dann macht man also so alles raus, was drin ist, kommt dann raus. Man spült das. Ich mache das am liebsten dann noch ein bisschen Seife rein. Dass wenn etwas Fettiges drin ist oder Klebriges, Seife löst dann Schmutz. Und was ich oft mache, ich lasse einfach hier drin in der Wasser, dass es ein bisschen weicher wird und somit einfacher rausgeht. Das lassen wir jetzt so und lassen das hier stehen in lauwarmem Wasser. Also nicht heißes Wasser, kaltes Wasser steht immer in Anleitung, aber ich nehme so lauwarmes Wasser. Ca. 20 Grad. Das lasse ich dann so liegen, während wir weitere Arbeiten vornehmen an den restlichen Teil. Entleeren, das weiß schon jeder, der sowas hat. Also macht man so, dann kommt dieser grobe Schmutz, was drin war. Und beim zweiten Mal löst sich hier diese Sache. Und dann kann man also auch diesen Teil trennen. Und das kann man auch in Seifenbad reintun. Das einfach zusammen. Später werden wir das mehrmal reinigen. Man kann auch Wasser ein bisschen sparen, dadurch, dass man wieder hier voll macht und da drin, solange es dann am Ende ganz klares Wasser gibt. Diese Teil trennen wir es so, dass wir hier drücken. Da gibt diese kleine weiße Teile. Man drückt ein bisschen und macht dagegen, dann drückt man von anderer Seite auch. Man löst diese Filtereinheit von der Motoreinheit, so dass man hier zwei weiße Teile drückt. Das ist so wie eine elastische Schere. Jetzt haben wir praktisch getrennt. Das waren diese zwei Teile, die man zusammenschieben kann und parallel dazu ein bisschen diese Filtereinheit gibt, bis das nachlässt, unten und dann oben auch. Das ist ziemlich einfach. Wenn man einmal gemacht hat, kann man dann später ganz einfach machen. Lassen wir jetzt Filtereinheit hier stehen, während ich zeige, was hier in dieser Motoreinheit gibt. Das sind also hier zwei Schrauben, einmal hier und einmal hier hinten gibt es zwei Schrauben, das ist mit Kreuzschrauber. Normalen kleinen Kreuzschrauber kann man lösen. Hier auch. Und wenn die raus sind, die beiden Schrauben, kann man rausziehen. Und falls das nicht in Ordnung ist, kann man neu bestellen. Am liebsten bei Dyson Original. Es gibt aber auch welche, die für Dyson gemacht wurden. Aber die sind nicht so gut wie Original. Aber sind günstiger. Man soll entscheiden, was einem lieber ist. Etwas günstiger, aber dazu nicht so gut wie die andere. Das haben wir jetzt getrennt. So, man kann hier jetzt nicht mehr tätigen. Man kann auch hier auseinander machen, diese Teil und hier kleine HEPA-Filter reinigen. Aber das machen wir nachher.
Jetzt gehen wir wieder zu unserer Filtereinheit. Die ist hier ziemlich schmutzig, deswegen werden wir einmal erstmal so machen, dass uns dieser ganze Schmutz nicht überall kommt, sondern in Abfluss. Was wir hier haben, das ist dieser Filter-Sieb, den soll man aufmachen. Das machen wir hier mit dem großen Schraubenzieher, flachen, so dass wir hier machen. Da sind die Klipsen, die dann nachgehen müssen. So. Das geht auch ziemlich einfach, wenn man geübt ist. Nachher zeige ich, was die hält. Also das sind diese Teile, dass wenn man das reinsteckt und drückt, dann kommt das rein und genauso auch wieder raus. Man fängt immer an diesem letzten Teil, wo es ein bisschen gehoben ist. Und vor dem Teil kommt diese hier kleine Nische, aber man fängt von dieser Seite an. Das sieht man schon, hier sind wir auch im Bereich gekommen, der ziemlich voll ist. Diese Sachen kann man also am liebsten so zusammengreifen und rausnehmen, auf die Seite legen, später entsorgen wir das. Hier sehen wir von oben also 5 kleine Schrauben. Das sind diese Sternschraubenzieher und mit denen kann man jetzt weiter auseinander machen die Teile einmal. Hier haben wir schon was geschafft. 1. Die Schrauben sind auch ziemlich schmutzig, also die wasche ich und dann direkt darauf mache ich die trocken, so mit Stück Papier, Toilettenpapier oder so, damit die nicht einrosten, weil ich habe auch mal bei der Reparatur von Dyson-Geräten gesehen, dass die oft zu lange in Wasser lassen und dann werden diese verrosten, aber man kann auch neue bestellen, die sind auch nicht teuer, wenn man die neu bestellt. So, das sind die 5 Schrauben. Dieser Teil geht jetzt auch wieder rein in Schaumbad. Nächster Teil ist dieser, den zieht man einfach raus. Das ist oben ist viel mit Gummi, unten ist Kunststoff und hier liegt im Normalfall von oben reingesteckter Filter, den wir zuerst abgebaut haben. Jetzt sind wir in weiteren Teil gekommen. Also hier sind 2 kleine Schrauben, die werden wir auch jetzt wegtun, auch nicht schlimm, wenn wir gleich suchen im Wasser, aber Abfluss muss immer zu sein, Schrauben nicht entkommen. Und hier sind 4 Schrauben, hier 1, 2, 3, 4 innen drin und die soll man dann also auch rausnehmen, damit obere Teil vom Filtergehäuse frei wird. 2, 3, 4. Alle 4 sind frei. Jetzt trennen wir das untere Teil auch. Geht in Bad. Das auch. Also hier haben wir noch 2 Gummis drin. Die werden wir auch auseinander machen, damit das besser gereinigt wird. Und hier auch innen drin ist auch kleine Gummi. Also das später ist einfach, das ist immer in diesem Bereich, wo auch diese Einfuhr ist, ist diese Vertiefung und da kommt einmal dieser Gummi, kommt in diese, an diese Stelle, kann nur an der Stelle, passt nur an der Stelle oder diese sieht man schon immer an der Stelle. Also man kann da keinen Fehler machen. Jetzt nehmen wir diese 4 Schrauben raus. Wir haben die 4 hier. Die werden wir dann auch gleich mit den anderen waschen.
Dann haben wir saubere Teile und das noch raus, und damit haben wir alle Teile auseinander gemacht. Dieser Teil geht auch auseinander und das ist also ziemlich eindeutig, wo das hinkommt. Wenn wir beim Wiederaufbauen wieder an richtige Stelle positionieren, man sieht, wie alles hier schmutzig war. Das kann man auch alles so sauber bekommen, wie als es neu war. Jetzt haben wir Schrauben gewaschen. Machen wir ein bisschen trocken so hier. Und dann nehmen wir ein Stück Toilettenpapier oder anderen Papier und dann machen wir es so, dass es hier trocknet. Es gibt diese zwei kleine und insgesamt 5 plus 4, 9 Stück für diesen Filterkopf. Um diese Angelegenheit jetzt sauberer zu machen, machen wir auch mit lauwarmem Wasser. Machen wir einmal hier ganze voll mit Wasser. So vorwaschen erstmal, damit die Sachen ein bisschen oder dieser Schmutz angeweicht wird. Und dann lassen wir das trotzdem also da liegen. Sehr, sehr verschmutzt. Deswegen stoppen wir Wasser. Lassen wir einmal raus, diese ganze Schmutz. Machen wir wieder zu. Wieder lauwarm. Die Sachen zusammenstecken, damit es besser in Wasser reinkommt. Natürlich Seifen. Also nie scharfe Mittel nehmen, sondern etwas, was für Hände gut ist. Man kann auch gerne Spüli für Küche, was man für Geschirr nimmt, kann man auch gerne reintun. Aber das ist meistens nicht so fettig, das ist mehr so, sage ich mal, trockene Schmutz. Viele Videos gibt es für die Reinigung, aber ich habe bisher in keinem gesehen, wie man also solche Stäbe reinigt. Aber hier sieht man, der ist wirklich, also Bedarf nach Reinigung ist hier sehr groß. Also ich mache das immer so, bei den Sachen von außen erstmal reinigen. Und zwar so, dass ich also ein bisschen so und dann hier sieht man schon Ergebnisse, dass sich Fett und Schmutz lösen und dass man also eine saubere Angelegenheit bekommt. Braucht auch ein bisschen Wasser, um weicher zu werden. Die Aufkleber-Dyson sind sehr widerstandsfähig. Man braucht dort keine Gedanken zu machen, dass es abgeht oder so. Die müssen schon mechanisch weggemacht werden, wenn man einen wegfahren möchte. So, das war von außen jetzt. Was Metall angeht, werden wir auch Kunststoff so machen. Kunststoffteile. Da gibt es Elektroleitungen innerhalb von diesen Stäben. Man muss sich aber keine Gedanken machen beim Waschen. Also man darf nicht zu lange in Wasser halten und später muss man also so richtig gut trocknen lassen. Nehme ich auch ein bisschen so und mache dann hier innen drin. So viel wie es geht machen wir von an der Seite auch. Jetzt, weil oft an der Stelle bildet sich irgendwelcher Schmutz. Um von innen zu reinigen, braucht man auch ein bisschen so lauwarmes Wasser. Dann hier auch waschen von außen. Ergebnis sieht man schon. Wir haben hier eine Kunststoffschnur, weil die einfach weniger Schmutz annimmt und weniger Feuchte. Jetzt im Moment ist unser, also wir lassen so mit einem Gewicht durchkommen, diese Schnur. Wenn es auf andere Seite kommt,
Dann machen wir Schraubenzieher weg. Und jetzt haben wir Schnur von beiden Seiten. Jetzt nehmen wir ein sauberes Tuch und versuchen das hier so zu binden, dass beim Durchziehen nicht aufgeht. So, wir haben hier Schnur. Dann ziehen wir von dieser Seite auf andere. Sieht man schon, was hier rauskommt. Damit ist das Rohr auch von innen gereinigt. Rohr gereinigt von innen und von außen. Man kann auch so mit weicher Paste auch das auspolieren, aber nicht zu viel, damit nicht Farbe nicht abgeht. Wird auch ein bisschen verkratzt bei Verbrauch und von da gesehen ja nicht neu sein. Man kann auch neu bestellen. Anstelle von alten kann man auch eine neue reinsetzen. Man kann probieren mit mehreren Sachen und dann findet man, was einem am liebsten ist, also Favorite-Werkzeug. Das hier ist ganz oben. Gutes Teil vom Schmutz hat sich gelöst, schon vom Wasser selbst, weil da sind wieder, wie gesagt, am meisten sind keine richtigen Schmutze. Man sieht ein paar Mal, muss man durchgehen, dann bekommt man ganz sauber die Flächen. So. Hier gehe ich also immer so rein in diese einzelnen Löcher, wodurch Luft später strömt. Einmal innen drin. Genau, das haben wir jetzt komplett. Von außen ist das meistens sauber, weil die Frauen oder Männer, die mögen das hier von außen zu pflegen, aber von innen ist schon schwieriger. Man muss sich wirklich also diese Videos von mir oder von anderen anschauen. Ich versuche aber auf jeden Fall also so darzustellen, dass jeder sich trauen kann. Also das ist kein, sag ich mal, Hexenwerk. Man muss nur ein bisschen so technische Kenntnisse haben. Schraubenzieher oder andere Werkzeug nutzen zu können. Diesen Teil hier rein, den Teil hier mache ich auch immer gern das innen drin, weil innen drin sammelt sich am meisten, da verliert, dadurch dass Luft hier durchströmt, verliert an Kraft und da wo an Kraft verliert, da sammelt sich Schmutz. Das ist Fluidfluss, so definiert, da wo weniger Kraft gibt, wo Luft nicht mehr halten kann, weil es langsamer wird, weil es sich verbreitet. Da verliert Luft Kraft und lässt Schmutz dann dort liegen. Von außen, von innen auch. Sie sehen also, das ist also nicht viel Zeit, was man braucht. Man muss natürlich ein bisschen versiert sein. Bei ersten paar Mal geht es langsamer, später wird das schneller gehen. Also Schmutz löst sich und wir haben dann also saubere Teile, die wir dann auch zusammenbauen. Hier kann man drauf drücken, dann öffnet sich die Tür von innen ein bisschen so. Mit großen oder kleine Bürste. Hier innen drin auch. Hier ist wichtig, dass also diese Klappe hier funktioniert. Die Klappe erlaubt nicht, dass es zurück, jetzt sehen Sie, da hinten ist hat sich Klappe zugemacht. Und das ist sehr wichtig, dass die funktioniert, falls das hier voll mit Dreck ist, funktioniert diese nicht. So kann man ein bisschen mit Fingern reingreifen und ganze Schmutz rausziehen. Also wichtig ist sozusagen
auch für richtiges Saugen, dass diese Klappe hier funktioniert. Untere Teil. Man kann Gummi abnehmen, wenn das zu viel Hintergummi gibt, aber hier in dem Fall ist das nicht so. Wir werden hier nur so, normalerweise kann man auch diese Gummi hochziehen und dann also wieder zurücklegen, aber hier sieht man, dass innen drin sauber ist, von da gesehen ist das nicht notwendig. Auch dieser Teil hier, dieser Gummi kann man rausziehen. Jetzt mache ich das für euch, obwohl nicht sehr schmutzig war. Also machen wir dann total. Waschbecken ist nicht sehr groß. Ihr braucht auch nicht so enorm viel Platz für diese Arbeit. Nachher werde ich das alles so sauber machen, dass man auch nicht merkt, dass hier irgendwas war. Und das sieht wirklich also schlimmer aus, als das ist. Also das mit diesem ganzen Schmutz hier. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dieser Teil, das ist Teil vom Filter, der von oben kommt. Das reinigen wir auch so. Dieser Teil hier auch. Das hier. Das mache ich mit der große. Hier kann man nur mit kleinen Bürsten machen. Das hier ist auch ein wichtiger Teil. Hier kommt Filter von oben rein. Hier wird sich oft sehr viel Schmutz sammeln. Hier haben mich meine Kollegen oft gefragt, wie ich das reinige, weil das sieht also sehr schwer aus. Also, und ich habe den Zahnbürste als Extra-Tipp gesagt und sage ich auch euch, das geht so. Einmal so herum und das löst sich komplett. In jedes Loch einmal rein und rumdrehen und auch von innen. Und dann ist man also total glücklich, weil man das hier trotz diesen vielen Kurven dann schön sauber kriegt. Jetzt wenn man das, diese ganze in Wasser tut, sieht man Ergebnis. Das ist total sauber ist, war ganz schmutzig und sah sehr kompliziert aus. Jetzt diesen Teil, worüber wir früher gesprochen haben, das mache ich immer so. Dann sehen Sie, hier kommt ganze Menge raus mit Zahnbürste. Wunderwerkzeug. Kommt alles Mögliche raus. Ich auch nochmal Seife. Das wird so am Ende wie neu und wird also gut riechen, weil auch wenn beispielsweise bei den Leuten, die Tiere haben, da kann es ganz unangenehm riechen, aber mit Wasser und Seife lässt sich alles reinigen und riecht dann gut. Also dann am Ende riecht man das die ganze nicht. Also man sieht, hier kommt ganze Menge vom Schmutz raus und nach gewisser Zeit, wenn man also zwei, dreimal so reinigt, dann soll man am liebsten einen neuen kaufen und diese zu wechseln, das ist so kinderleicht. Da zieht man von oben nur diese raus und neue rein. Eure Dyson funktioniert so wie am ersten Tag. Oft kann es passieren, dass es nicht so gut zieht. Das kann an mehreren Sachen liegen. Einmal kann Batterie schlecht sein, dann kann auch irgendwo Schmutz sich versteckt hat. Auf dem Weg von der Bürste über Rohr kann auch dieser Filter also sehr voll sein. Und das kann auch Arbeit von euren
da ist ein Benachträchtigung. Also jetzt ist alles so gereinigt worden. Jetzt kann man dieses Wasser nochmal im Bad so ein bisschen, besonders hier, ein paar Mal mehr. Also es schadet nicht. Jetzt lassen wir Wasser raus. Muss man immer aufpassen, dass keine Schrauben drin liegen, weil ansonsten haben wir ein Problem. Man kann die nachbestellen, aber man möchte auch den auch nutzen dann sofort. So, dann was ich gerne mache, also wasche jetzt mit sauberem Wasser, lasse ich auch Wasser hier drin, damit wir nicht unbedingt unsere Ressource verschwenden. Und dann versuchen wir so viel wie es geht umweltfreundlich zu bleiben. Wir sehen, dass es schon viel besser geworden ist. Also hier haben wir sehr saubere Teile, also wie neu. Wasser rauslassen. Dann haben wir diese Filter hier, den wir also hier nochmal. Jetzt sehen Sie, also da kommt nichts mehr raus. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir haben das gut gereinigt, kommt nichts mehr raus. Wasser ist sauber. Sehr gut. Sich austrocknen lassen. Beim Filter besonders, also die anderen Teile kann man schon trocken machen mit Handtüchern oder so, aber bei dem Teil müssen wir 24 Stunden warten bei diesem Filter, damit das ausgetrocknet ist und dann erst darf man tätigen, weil ansonsten wird feuchter in den Motor reingehen und das wollen wir nicht. Diese Teil hier reinigen wir so, dass wir so mit halbtrocknen also, oder ganz leicht feuchten Bürste drüber gehen. Mikrofasertücher, ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Die geben mir besonderen Glanz an den Teilen. So, das ist jetzt dieser Teil, der kann auch warten ein bisschen. Diese Gummi auch wichtig, dass es sauber ist und trocken. Und die beiden Gummis kommen auf diesen Teil drauf. Ihr seht, wie das alles sauber geworden ist. Also wie, sage ich mal, wie neu. Glänzt fantastisch, also diese Qualität von dem Kunststoff, was Dyson macht, das ist wirklich eine erstklassige Sache. Nicht jeder Kunststoff ist gleich, also es gibt so solche und solche. Die meisten Leuten fehlen 24 Stunden zu warten, bis man das zusammenbaut. Wir haben aber nicht jetzt im Moment so viel Zeit. Also ich baue das jetzt zusammen, so halb trocken und dann mache ich später wieder auf, damit das austrocknet. Aber für euch werde ich jetzt das gleich machen, damit ihr nicht warten müsst. Werden wir jetzt gleich alles zusammenbauen. Also Gummi kommt wieder an der Stelle, wo es früher war. Das ist ganz einfach. Man kann keinen Fehler machen, weil das geht nur auf eine Weise. Genau, das haben wir jetzt drin. Und so geht es auf. Jetzt nehmen wir Reihenfolge nach. Also in umgekehrter Reihenfolge machen wir das. Das heißt, dieser Teil kommt hier.
Das kann nur auf diese Weise reinkommen. Aber andersrum geht nicht. Von oben kommt diese. Und zwar auch so. Hier sehen wir diese Vertiefung. Dieser Teil kommt hier rein. Und so, dass hier dieses Stück kommt hier. Und dann steckt man rein, also diese Teile hier gehen rüber. Bevor wir diese Teil machen, werden wir hier an dieser Stelle Gummi machen. Und so, dass hier sieht man, dass dieser Gummi hat so Rillen hier und die müssen genau an der Stelle kommen, wo die früher waren. Also hier. Das heißt so, dann ruhig reindrücken. Da sieht man das Gummi hier. Also die muss auch außen und damit dichten. Ja, ganz einfach. Dieser Teil kommt dann hier drauf. So, damit haben wir den Teil. Von unten kommt dieser Teil. Jetzt sehen wir, wo unsere kleinen Schrauben waren. Die waren hier, da und da. Unser Sternschrauber. Erstmal leicht anziehen, dann später wird das, also man sieht hier, wo die Löcher sind für diese vier Schrauben, die wir hier haben. Und das ist ganz einfach, man lässt die reinfallen. Also nicht vollziehen, sondern erst wenn die alle drin sind, dann erstmal vollziehen. Jede zweite, also hier haben wir, jede zweite Vertiefung kommt eine Schraube, also das sind vier Schrauben, die längeren. Die kürzeren sind nur hier vorne, zwei Stück. So, jetzt haben wir alle vier da drin. Jetzt kommt hier das, was dagegen war, das war dieser Teil. Das steckt man nur so rein. Kräftig. So, dann haben wir diesen Teil hier, der praktisch dann auch so auf diese Stelle passt, auf diese Stelle. Und dann haben wir noch diese fünf Stück von den langen Schrauben. Die lassen sich also ziemlich tief reinstecken. Dann zieht man noch und haben wir es. Nachziehen werden wir später. Jetzt kommt dieser Filter, kommt hier drauf, wo es früher war. Also das ist ganz einfach. Dieses Stück muss auf dieses Stück angepasst werden. Das heißt von oben draufdrücken, kräftig. Haben wir zu. Damit ist Filter komplett. Jetzt kann man hier Batterie reintun, draufschrauben die zwei Schrauben hier und da und das hier reinstecken und das funktioniert. Und ist völlig sauber. Man steckt dann auch Eimerchen rein. Fantastisch. Dieser Teil erst 24 Stunden später. Danke für das Zuschauen von meinem Kanal. Wenn euch gefällt, bitte Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr euch auf meinen Kanal abonnieren. Damit könnt ihr auch immer neuere Tipps und Tricks von mir sehen für verschiedene Typen. Wir werden zeigen auch an anderen Typen von Dyson. Das war jetzt V6, V7, 8, 10, 12 und so weiter. Wir zeigen, wie das bei den anderen auch geht. Vielen Dank, schönen Tag noch. Danke, ciao.